Hier kommt eine Bank, die jeder versteht. Da fließt das Geld in die heimische Wirtschaft. Die kommen von hier. Da kennt man sich eben. Keine unkalkulierbaren Risiken. Deswegen wissen die auch, was wir hier brauchen. So, Meister, fertig Ihre Bank. Aber die heißen doch gar nicht Bank. Sparkasse. Der Unterschied beginnt beim Namen. Sie sind wieder da, die Spitzenreiterschaft in der Regionalliga Süd geschafft haben. Herbstmeister, Weihnachtsmeister und was man alles so sagen kann. Ungeschlagen, zig Spiele. Ja, und jetzt geht's wieder so richtig rund. Zunächst einmal rollt der Ball in der Halle. Ja, im Osten gibt's gleich 4 Hallenturniere. Dazwischen natürlich noch ein kleines Testspiel. Na, wie man das so ein bisschen kennt von unserem Trainer. Der hat immer viel vor, was die Vorbereitung angeht. Ja, und dann wollen wir schauen, wie sich das auf dem Grün anfühlt. Jetzt aber zunächst erst einmal das Hallentraining. Der Kapitän der Volkself ist da, Daniel Endres. Erstmal gutes neues Jahr wünsche ich. Wünsche ich ebenso. Ja, und das war ja schon ein richtig gutes Jahr letztes Jahr für euch. Und jetzt wollen wir noch einen draufsetzen, oder? Auf jeden Fall. Wir wollen genau da anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Mit Folgen jetzt in den neuen Saison starten. Haben jetzt eine harte Vorbereitung vor uns und freuen uns schon alle darauf. Ja, ich bin gekommen, um mal zu kontrollieren hier so, der Bauch und so. Das über Weihnachten ist nicht angewachsen. Ihr seht alle noch ganz normal und fit aus. Oder wie kommt das? Die Jungs sind alle sehr diszipliniert, haben alle ihre Trainingspläne abgearbeitet und haben sich trotzdem gut gehen lassen, aber ich glaube, im Vordergrund stand schon, dass man auf seinen Körper achtet und dass man dann fit ist für die neue Saison. Jetzt kommen ein paar Hallenturniere. Wie ernst nimmt man das? Ich meine, du hast ja immer riesen Spaß gehabt. Du bist ja der klassische Hallenspieler. Wird das jetzt auch so sein? Oder weil es nicht drüber ist im Hühnerstall, machst du da nicht mehr mit, oder? Nee, ich spiele nicht mehr mit. Ich setze das Hauptaugenmerk auf die Saison. In den letzten Jahren war es immer so, dass ich immer der zweite Mann war. Deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut oder hätte mich jetzt auch gefreut zu spielen. Aber ich lasse den Lukas den Vortritt, bei den Hallenturnieren zu spielen. Und freue mich, die Mannschaft so unterstützen zu können. Abschließend vielleicht noch eine kurze Botschaft an die Fans hier so zum neuen Jahr. Ja, ich hoffe, dass sie uns weiter so zahlreich unterstützen werden wie in der Hinrunde, dass wir sehr, sehr viele Erfolge noch feiern werden. Dann viel Erfolg, dann nicht nur jetzt, was die Vorbereitung angeht, sondern auch das erste Auswärtsspiel in Homburg. Und dann kommt es ja mal eben so zu einem kleinen Spielchen. Ja, darauf freuen wir uns schon auf dieses Pokalspiel, aber ich denke mal, das Spiel in Homburg wird das Wichtigere sein. Alles klar, ich danke dir. Bitteschön. Markus Müller, gutes neues Jahr wünsche ich. Ja, gleichfalls. So, du hast schön auf der Couch gelegen, ne? 7 Kilo zugenommen, sieht man? Nee, es war viel sportliche Aktivität dabei in den 4 Wochen. Natürlich wurde sich auch ausgeruht, aber wir haben einen Laufplan mitbekommen und der wurde ja so gut wie möglich eingehalten. Jetzt habe ich eben schon mit Eckes gesprochen, das war ja letztes Jahr schon ein geiles Jahr. Jetzt sollte man es vielleicht sogar noch toppen. Auch komisch, diese Erwartungen, die auf einmal so an einen gestellt werden, oder? Ja, wenn man so eine Hinrunde spielt, dann wachsen die Erwartungen natürlich auch. Aber wir sind, glaube ich, den Druck gewachsen und wir wollen Ende Mai die 2 Spiele auf jeden Fall erreichen. Und was dann am Ende dabei rauskommt, das werden wir dann sehen. Jetzt macht ihr ja hier so ein bisschen Vorbereitung für die großen Spiele, die dann kommen. Und dazwischen geht es ja nochmal in Urlaub, nach Belek, habe ich gehört. Ich glaube, das wird kein Urlaub, weil da wird der Trainerchef dafür sorgen, dass wir dort ordentlich in Spitzen kommen. Aber ist natürlich eine gelungene Abwechslung, so wie die gesamte Vorbereitung strukturiert ist, denke ich, dass wir da eine kurzweilige Vorbereitung haben. Das heißt, du bist guter Dinge, dass man dann richtig vorbereitet dann ins Geschehen eingreifen kann? Ich denke, dass wir fit in die Saison gehen werden. Ich danke dir. Danke. So, Capo, also gutes Neues auch für dich. Wie sieht's aus? Gut, danke, wünsche dir auch. Alles gut. Wie war's denn so unterm Weihnachtsbaum? Ruhig, entspannt. Schön erholt. Und in Bayern bist du noch ein bisschen Langlauf, hast du gemacht? Ja, das sind sehr unterschiedliche Welt. Bei uns hat es 50 cm Schnee. Ja? Und da ist noch eine schöne Winterlandschaft, hier leider nicht. Okay, hier leider nicht, aber hier kommst du jetzt auch wieder ins Schwitzen, oder? Ja, das ist ganz klar. Hallenfußball ist anstrengend, gerade für einen Mann wie mich. Wie ist das, wenn man jetzt in Anführungszeichen für eure Verhältnisse relativ lang Pause gehabt hat? Kribbelst da wieder, sagt man dann, scheiße, jetzt ist aber genug, jetzt will ich irgendwann wieder raus? Ja, es kribbelt auf jeden Fall. Man freut sich auch, die Jungs wieder zu sehen nach 4 Wochen. Aber die Pause hat uns dann alle gut getan. Ich glaube, die haben alle genutzt. Aber jetzt freuen wir uns, dass wir jetzt bis Ende Mai wieder zusammen sind. Und ja, ich hoffe, es wird eine gute Runde. Dein persönlicher Wunsch für 2015? Die letzte Maiwoche erreichen. Die letzte Maiwoche erreichen werden wir sie ganz bestimmt. Die Frage ist, ja, wie füllen wir die mit Inhalt? Ja, darüber wollen wir jetzt noch nicht drüber sprechen. Na gut, also Berlin wäre aber auch schon mal eine schöne Geschichte und nebenbei machen wir dann auch noch in der Aufstiegsrunde in der Relegation was. Hoffen wir es, dass er kommt. Ich danke dir. Gerne.